weil wir an sechs Tagen über österreichische virtuelle Taverne haben. Trinken, Musik und reden. Das heißt, ihr könnt in eine Taverne gehen, ohne euch damit aufzubewegen. Sogar Unterwäsche könnt ihr teilnehmen, ohne dass ihr den Gesicht. Oder werden wir baden. Oder werden wir baden. Und wir baden. Wir stellen uns das dann vor. Doch, ich muss mal kurz weg. Aber wie habt ihr das Spiel wahrgenommen? Hättet ihr es so eindeutig erwartet? Ich habe mich ja vorhin schon dazu geäußert, mir hat der Draft überhaupt nicht gefallen. Also in der Theorie, der Anfang war... ich werde heute noch arbeiten müssen. Ja, okay. Wollen wir das da spielen? Stimmt, sollen wir das nicht machen? Das stimmt. Naja, ich habe schon abgeführt. Wenn am Ende des Tages hochverdient das Spiel, wenn man im Late gegen die Cockfight gewinnt, dann verdient du dieses Spiel auch absolut zu gewinnen. Richtig starke Ultimate Einkammer zu Perfect aus dem Leben geballert und dann der Double Kill von Tom und von Jungle. Plötzlich Mausports aus dem Nichts heraus. Säule hier, 4 Kills. Und da muss man natürlich die Hände über den Kopf schlagen und fragen, was war da denn los? Scarface ist der einzige Überlebende und Mausports plötzlich dran am Baron und wieder Tolkien. Also diese Ultimate Sus Perfect hat Flash ab, aber kommt da nicht raus. Ich glaube, Scarface noch 5 Sekunden. Geht rein, sehr früh jetzt und dann gibt es die schöne Ultimate. Aber da Freddy schon mal down und man will das hier jetzt erzwingen zu Perfect. Macht ordentlich Damage, aber jetzt hat er auch alles raus. Control und Kenui stirbt hier im Duell doch sehr, sehr spät rein. Man sieht jetzt hier die Gesichter fassungslos und währenddessen wird hier weiter die Basis markiert. Man sieht den Teamfight da vorne. Der erste Nexus-Turm ist down, der zweite jetzt auch tatsächlich. Ich kommentiere weiter und das ist der Nexus. Das ist der Sieg tatsächlich. 2-0. Halleluja. Da wollen wir am Ende nochmal richtig eng. Das werden wir natürlich auch alles hier nochmal nachliefern. Aber Mausports belohnt sich für einen unglaublich starken Auftritt auch in dieser zweiten Begegnung. Geht 2-0 und Führung.